Ja, und ich sage nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und heute mit dem Michael Bombalo eine spannende Stunde, super top aktuell. Und es freut mich echt, dass wir dich bekommen haben, Michael. Und wir haben eine super knappe Stunde und deswegen bin ich schon still und übergebe das Wort an Michael Bombalo. Ja, erstmal hallo. Ich hoffe, der Ton ist gut und ihr könnt mich alle hören. Wie schon angekündigt, nachdem wir ein bisschen ein knappes Zeitfenster haben, im Ibiza-Style werden wir jetzt quasi zack, zack, zack einsteigen. Ich möchte vielleicht zwei Sätze vorher, warum ich heute da sein darf. Ich bin selber Sozialarbeiter, habe sehr lange in Wien in der Jugendarbeit gearbeitet, habe eine große Jugendarbeitseinrichtung geleitet und arbeite jetzt seit 2014 als freier Journalist. Bin weiterhin ehrenamtlicher Bewährungshelfer beim Verein Neustart, aber mein Geld verdiene ich jetzt tatsächlich mit dem Journalismus, schreibe für verschiedenste Medien in Österreich und in Deutschland und sehr viel frei auf meiner eigenen Homepage. Das Modell funktioniert im Wesentlichen so, dass Leute gut finden, was ich tue und mir dann Geld schicken für meine Berichterstattung. Und weil jetzt schon angesprochen worden ist, gestern, ich war auch gestern den ganzen Tag in Wien unterwegs. Diejenigen von euch, die Facebook oder Twitter haben, ihr könnt es auf meinem Twitter-Account nachschauen, @michaelbonvalot, und Facebook ist facebook.com/m.bonvalot, das ist Zwischenrufe, heißt die Seite. Dort könnt ihr sehen, was gestern so den ganzen Tag passiert ist. Ich habe sehr viele Live-Einstiege gemacht und so weiter und beobachte jetzt seit Beginn dieser ganzen Corona-Mobilisierungen die Szene und beschäftige mich auch schon sehr, sehr lange mit der extremen Rechten und recherchiere über die extreme Rechte. Das ist also der Grund, warum ich jetzt quasi heute da sein darf. Ich versuche jetzt mal, ich bin jetzt nicht sicher, ob es klappt. Seht ihr schon meine Bildschirmansicht mit dem Covid-19-Verschwörung Rechtsextremismus? Oder seht ihr nur mich? Weiß Nur ich dich. nur dich, aber du musst Gut, einfach den dann werden wir Bildschirm. das lösen. Dann werden wir das jetzt lösen. Und jetzt solltet ihr theoretisch was anderes sehen als vorher. Genau, Das ist perfekt. hervorragend. Also das war eigentlich der Plan. So, dann muss ich jetzt nur schauen, wie man das jetzt irgendwie schaffen würde, diese Bildschirmansicht, dass ich dann trotzdem. Ha, perfekt. Gut, jetzt sind wir im Geschäft. Also, ich habe natürlich versucht, euch auch ein paar Regionalspezifik aus der Steiermark mitzunehmen, damit ihr speziell was davon habt. Das hier, was ihr da seht, ist die Mobilisierung, das Mobilisierungsflugblatt zu einem Corona-Aufmarsch in Feldbach in der Steiermark am 17. Jänner, also sehr aktuell. Ihr könnt es jetzt nicht so gut lesen, weil das größer ist, aber so zentrale Sätze. Wenn du dich wie die Schweine bereit und freiwillig impfen lässt, dann akzeptiere auch, dass du wie die Schweine ein sehr kurzes Leben haben wirst. Diese Plandemie, das ist so ein Begriff, der immer verwendet wird, nicht Pandemie, weil das ist ja ein großer versteckter Plan, wird weltweit von der Finanzelite und der WHO angeführt. Da haben wir schon so relativ viele klassisch antisemitische Codes, da kommen wir später drauf. Und dann sind wir noch in einem Finale eines global psychologisch geführten hybriden Krieges, der von der CIA entwickelt wurde. Jetzt kann man sehr viel über die CIA sagen und ich würde sagen, sehr viel Negatives. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das dazu passt. Für den Großteil der Menschen ist diese Art der Kriegsführung gegen das eigene Volk gänzlich unbekannt. Da haben wir schon so ein rechtsextremes Narrativ drinnen, so der Kampf gegen das Volk. Und das ist nur ein Auszug. Das schaut alles in dieser Szene relativ ähnlich an, ich aus. Ich habe mir das jetzt einmal angeschaut. Allein 2021 habe ich bis jetzt gefunden, allein in der Steiermark, Aufmärsche in Graz, in Bruck an der Mur, Deutschlandsberg, Fähring, Feldbach, Gleisdorf, Judenburg, Leibnitz, Leoben, Liezen, Voitsberg und Weiz. Das ist jetzt allein 2021 und ich erhebe da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was tatsächlich massiv auffällt, diese Aufmärsche, und das ist nicht nur ein steirisches Symptom, das ist ein österreichweites Symptom, diese Aufmärsche sind in kleineren Orten massiv überdimensional stark.
Ich weiß, dass die mediale Aufmerksamkeit sich stark auf Wien richtet, vielleicht noch auf Graz richtet, aber mit Verlaub, das ist Bullshit. Wenn in Weiz 500 Leute auf die Straße gehen, dann heißt das von der Bevölkerung, wenn man das umrechnet, dass in Wien 80.000 auf die Straße gehen müssten. Und in diesen kleineren Orten sind regelmäßig 400 bis 500 Leute auf diesen Aufmärschen. Und man darf da auch noch nicht vergessen, auch bei diesen großen Aufmärschen in Wien sind extrem viele Leute aus den Bundesländern dort. Man hört das an den Dialekten, man weiß das, weil wir die Mobilisierungen kennen, man weiß das, dass wir die Busfahrten kennen, man sieht das teilweise an Bundesländerfahnen, die geschwungen werden und so weiter. Also ich würde vermuten, dass ohne dass ich jetzt da eine mathematische Evidenz dazu präsentieren kann, dass gestern vermutlich ein Drittel bis die Hälfte der Leute möglicherweise sogar noch mehr nicht aus Wien waren. Und wie gesagt, wir wissen das tatsächlich einfach auch von den Busfahrten, die da gezielt hin organisiert sind. Übrigens gerade aus der Steiermark ist relativ stark wieder mobilisiert worden. Eine interessante Frage ist, warum ist das so? Warum sind diese Märsche in kleineren Orten viel stärker als in den großen Städten? Ich habe da jetzt keine wissenschaftliche Erklärung, die ich euch liefern könnte. Ich hätte eine These dazu, nämlich, dass in Orten, die kleiner sind, die sehr in sich geschlossen sind, diese Bedrohung der tradierten Lebensweise noch einmal sehr viel stärker empfunden wird. So, da kommt etwas von außen, da kommen Masken, da kommen Veränderungen der Lebensweise und die betreffen mich noch wesentlich stärker. Es ist ein relativ ähnliches Muster wie bei Rassismus und ich entscheide mich, das abzulehnen, das nicht zu glauben. Ich entscheide mich, der Wissenschaft nicht zu folgen, weil nicht der Wissenschaft zu folgen, ist die angenehmere Lösung. Das ist die Lösung, die es mir ermöglicht, meine Lebensweise weiter fortzusetzen. Und ich finde schon einen ganz wichtigen Punkt, ihr hört sich betont, dass ich entscheide mich. Das sind nicht Menschen, die Opfer sind, sondern das sind Menschen, die eine bewusste Entscheidung treffen, bestimmten Dingen zu folgen und anderen nicht zu folgen. So, ganz kurz. Warum sind solche Verschwörungstheorien so wahnsinnig attraktiv? Es gibt einen Wunsch nach Struktur, nach Verstehbarkeit, nach der Kontrolle des Unkontrollierbaren. Dazu gibt es bestimmte Risikofaktoren, Existenzunsicherheiten, das Erleben von Hilflosigkeit, geringes Selbstwertgefühl, Sozialisolation, ganz wichtig jetzt. Ne? Viele Leute sind auf einmal sozial isoliert, sitzen zu Hause. Das gibt ihnen die Möglichkeit, gemeinsam auf die Straße zu gehen, wieder was zu erleben. Es gibt eine Illusion von Ordnung, da dabei zu sein, eine Gruppe anzugehören und natürlich auch sich selbst zu inszenieren über diese ganzen Gruppen. Da werden wir dann später noch drauf kommen, auf diese ganzen Telegram-Gruppen vor allem, wo das funktioniert. Und es ist die psychische Nützlichkeit dadurch extrem hoch. Es ist teilweise völlig nachrangig, dass es Widersprüche gibt und dadurch scheitert eine Diskussion auf der Sachebene meistens. Also ich habe an Spitzentagen auf meiner Facebook-Seite nach großen Aufmärschen bis zu 1500 Kommentare. Und ich kann das nicht alles durchlesen, aber ich versuche zumindest ein bisschen zu folgen. Es ist vollkommen egal, wenn man versucht, gegen argumentieren, wenn man sagt, okay, schaut her, da und da steht das, da und da steht das. Egal, ich habe es auf YouTube gelesen, gehört. Also man kommt nicht durch auf der Sachebene. Andere Gründe für Verschwörungstheorien, es gibt so eine Art Teilhabe an einem geheimen Wissen. Man gehört zu einer auserwählten Minderheit. Die anderen sind die Schlafschafe. Wir sind die Erwachten. Es gibt sogar eine eigene Gruppe der erwachten Singles, also so eine Single-Börse auf Telegram. Also wir sind erwacht. Wir sind, das ist ein Begriff, der auch in der extremen Rechten ganz stark verwendet wird, wir sind Red Pilled. Das heißt, man kann, wer von euch Matrix gesehen hat, man kann sich entscheiden, ob man die blaue oder die rote Pille nimmt. Und wir sind die, die die rote Pille nehmen, weil wir diese unangenehme Wahrheit erkennen und damit quasi aufgewacht sind, verstanden haben. Sehr viel baut auf wirklich uralten antisemitischen Verschwörungsmythen und Theorien. Die Protokolle der Weisen von Zion, die Juden entführen, essen die Kinder, die geheime Weltherrschaft, die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Auch da werden wir später noch hinkommen, Stichwort QAnon. Und wie ich schon gesagt habe, die Bewahrung des Way of Life, wenn Covid-19 eine Lüge ist, muss ich nichts verändern. Die Angst vor dem Neuen, die Angst vor dem Fremden. Und was ich aktuell nicht unterschätzen würde, viele Leute haben gerade sehr viel Zeit.
Also man ist sozial isoliert, viele Leute sind vielleicht im Homeoffice, viele Leute haben vielleicht ihren Job verloren und haben jetzt wahnsinnig viel Zeit, um sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und sich in der Parallelwelt aufzuhalten. Ganz wichtig ist mir vorneweg, sind das alles Nazis? Also das Bild, das ist von gestern im Übrigen, das ist eine Gruppe junger, rechtsextremer Neonazis, also der eine versucht gerade mich zu attackieren und das ist ein Angriff auf eine antifaschistische Versuch, diesen Rechten ja von polizeilich auch untersagten Aufmarsch zum Stehen zu bringen und die versuchen, das wegzuprügeln. Scheitern übrigens daran, weil die Antifaschisten und Antifaschistinnen da wehrhaft waren und sich verteidigt waren. Aber so schaut das aus. Das sind ganz klar jugendliche Rechtsextreme, jugendliche Neonazis, oft auf dem Hooligan-Milieu. Und auch hier, es gibt für Österreich aktuell keine Evidenz. Was wir aber sagen können oder was ich mir zutraue zu sagen, auf Basis dieser wirklich sehr, sehr vielen Kommentare, die ich über meine Facebook-Seite habe, ich versuche mir die Profile anzuschauen, bevor ich blocke. Und ein wirklich großer Teil steht rechts oder sehr weit rechts oder ganz klar sozusagen im offenen Rechtsextremismus. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Wir haben auch andere Gruppen. Es gibt beispielsweise immer wieder ältere Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen, aber da wirklich älter, das fällt auf. Und ganz stark mit Personen mit so alternativ-esoterischen Überzeugungen kippen da auch rein teilweise. Die Frage ist, in Medien wird ja immer geschrieben von der Querfront, das halte ich, also so die Querfront zwischen links und rechts, das halte ich so wirklich für einen Blödsinn. Es gibt keine einzige organisierte Gruppe, Struktur, Organisation der Linken, die sich in irgendeiner Form daran beteiligen würde. Das heißt, diese organisierte Querfront ist einfach ein Humbug. Tatsächlich gibt es eine Gruppe, die nennt sich Corona-Querfront. Das ist die Gruppe von Neonazi Gottfried Küssl. Aber auch wenn da sicherlich nicht alle Nazis sind, wenn da sicherlich nicht alle Rechtsextreme sind, alle entscheiden sich dort mit Nazis zu marschieren. Jeder weiß, wir haben nicht mehr den Mai 2020, jeder weiß mittlerweile, dass dort Nazis, dass dort Rechtsextreme, dass dort Neofaschisten marschieren werden. Man entscheidet sich bewusst, mit denen zu gehen. Die können da drinnen auftreten, die haben große Transparente da drinnen, die verteilen ihre Flugblätter da drinnen. In den einschlägigen Telegram-Channels wird wirklich fast ausschließlich rechtsextreme Medienpropaganda geteilt und es wird akzeptiert, es gibt keinen Widerspruch. Wie organisieren sich die Leute? Ich hoffe, ich bin euch nicht zu schnell. Ich versuche das nur ein bisschen so schnell durchzupauken, weil wir ein bisschen so, ja, wie gesagt, zack, zack, zack. Das zentrale Medium ist Telegram. Also ich bin aktuell in 30 einschlägigen Telegram-Gruppen drinnen. Mitlesen ist wirklich unmöglich. Also ich habe jetzt gerade geschaut, allein in der Telegram-Gruppe Plauderstube zu Corona habe ich derzeit 3.100 ungelesene Nachrichten. Das kommt wirklich teilweise im Sekundentakt. Die Größe der Gruppen, die allergrößte Gruppe hat 11.300 Leute. Also das ist jetzt auch, das ist viel, aber das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Also man soll auch aufpassen, dass man es nicht völlig überbewertet. Und also auch 10.000 Leute in Wien auf der Straße, das klingt viel, wenn man das auf eine bundesweite Mobilisierung umlegt. Also allein bei den Black Lives Matters Protesten in Wien, und das war keine bundesweite Mobilisierung, waren innerhalb kürzester Zeit um die 50.000 auf der Straße. Und da gab es große Demonstrationen auch noch außerhalb von Wien. Aber man muss immer ein bisschen relativieren. Aber klar ist, sozusagen, sobald man einmal eintaucht in diese Welt, gibt es unfassbare Mengen von Informationen, die man dort holen kann. Es gibt zwei Corona-Widerstand-Steiermark-Gruppen. Die eine hat, das letzte Mal, wie ich geschaut habe, 1.078 Mitglieder. Die andere hat noch einmal so circa 200 bis 300 Mitglieder. Wie gesagt, aber man muss auch davon ausgehen, dass die meisten Leute, die in diesen Telegram-Gruppen drinnen sind, sind in mehr als einer Gruppe drinnen. Ganz zentral ist die Gruppe auch von Martin Sellner, dem Gesicht der neofaschistischen Gruppe Identitäre. Die hat, glaube ich, jetzt knapp 60.000 Mitglieder. Wobei da sehr, sehr viele Leute aus Deutschland sind. Ich vermute, die große Mehrheit ist aus Deutschland. Eine gewisse Rolle spielt Facebook, eine gewisse Rolle spielt WhatsApp,
eine wichtige Rolle spielen eigene Homepages. Instagram spielt überhaupt keine Rolle. Das deutet schon sehr stark auf die Altersstruktur hin. Die meisten Leute, die man auch auf diesen Aufmärschen sieht, sind 30, eher 40 plus. Und das sieht man übrigens auch in dieser Gruppe der erwachten Singles. Also fast alle Leute, die das suchen, sind 40 plus. Stichwort Echokammern gibt's natürlich, weil natürlich Leute, die in eine Struktur reinkommen, dort immer mehr Informationen kriegen. Und wie gesagt, man hat über Telegram so viele Informationen, man muss da gar nichts anderes mehr lesen. Man kann gar nichts anderes mehr lesen, vermutlich, wenn man dort ist. Aber noch einmal, das ist eine Entscheidung. Jede Person entscheidet sich, nur noch dort ihre Informationen zu holen. Jetzt kann man viel am ORF kritisieren und der ORF ist zweifellos nicht unpolitisch und überparteilich, aber ich werde dort wahrscheinlich andere Informationen kriegen als im Verschwörer-YouTube-Kanal meines Vertrauens. Ich entscheide mich, wo ich Informationen hernehme und wo ich abhole. Das heißt, man muss nicht die Leute aus der Verantwortung entlassen. So. Die wichtigsten Theorien aktuell. Ganz wichtig, Covid-19 gibt es nicht, Covid-19 wird übertrieben, Menschen sterben halt. So, Menschen sind immer schon gestorben, das ist übrigens eine komplett menschenverachtende Geschichte natürlich, weil das natürlich auf die am meisten vulnerablen Schichten der Gesellschaft, auf ältere Menschen und so weiter geht, die werden halt wegsterben. Es passt natürlich perfekt zum Egoismus der Rechten, es passt natürlich auch perfekt zum Kapitalismus, zu seiner neoliberalen Ausformung, jeder ist sich selbst der Nächste und so weiter. Der gesamte Bereich angeblicher Zwangsimpfungen, wir werden gechippt durch die Impfungen, dann werden wir zu Zombies, das habe ich wirklich auf einer Rede gehört, in Wien am Heldenplatz, die werden uns da irgendwie reinchippen und dann haben wir unseren Willen verloren. Da passt dann auch noch so 5G, also ein Mobilfunknetz, das da irgendwie zur Weltverschwörung stilisiert wird, dazu. Ihr habt es da oben, das sind alle Fotos, die ihr übrigens seht, habe ich aufgenommen. Also das ist dann Jesus Blut hält, nicht die Impfung. Weiß ich nicht warum. Und da haben wir dann so klassisch 5G, die Globalisten und die NWO, die Neue Weltordnung. Das ist so das Nächste. Es gibt eine Weltherrschaft, es gibt geheime Eliten, das nennt sich Globalisten, weil die quasi global sind, und die NWO. Das sind klassische extremrechte, neonazistische Verschwörungstheorien, die klassisch antisemitisch sind auch. Gleichzeitig, man muss natürlich auch aufpassen, also na, selbstverständlich gibt es Treffen wie das World Economic Forum, selbstverständlich gibt es Treffen wie die Bilderberger, wo sich tatsächlich globale Eliten, Kapitaleliten miteinander austauschen und natürlich auch Strategien diskutieren. Aber das ist nicht so diese geheime Weltherrschaft einer geheimen Elite, die im Hintergrund agiert, mit dieser antisemitischen Konnotation. Das heißt, man muss aufpassen, die Fakten von den Mythen zu unterscheiden, aber dabei natürlich auch nicht gegenüber den Fakten blind zu sein. Dann haben wir noch andere so klassische Theorien, also ganz wichtig ist QAnon, das ist diese US-Theorie, in aller Kürze, Kinder werden mehr oder weniger ausgeblutet, um einen bestimmten Stoff, den sie in sich haben, zu verwenden. Das würden linke, liberale Eliten machen und Donald Trump wäre angetreten, um dem entgegenzutreten. Das ist jetzt total verkürzt, aber länger schaffen wir es jetzt zeitlich nicht. Das ist auch in Österreich mittlerweile relativ präsent. Ihr seht, also das ist ein Bild von der Wiener Kärntnerstraße mit diesem Q und dann dieser zentrale Spruch, wenn ihr das erkennt, dann ist das ein QAnon-Zeichen, WWG1 WGA. Das heißt, where we go one, we go all. Also wo einer von uns geht, dort gehen wir alle hin. Das steht dann teilweise auf Fahnen, steht dann auch nur where we go one, we go all oder QAnon. Daran erkennt ihr das. Dann tatsächlich gehört, der Teufel steckt dahinter. Schon in der Bibel steht, dass wir Masken tragen werden müssen, 666 dann, und so weiter. Dann klassische NS-Verharmlosung, so wir sind die neuen Juden, also quasi Masken tragen ist wie 1933, also Maske tragen ist wieder Nationalsozialismus. Das ist, also sind alle, wie gesagt, alles Fotos, die ich aufgenommen habe in der letzten Zeit. Und dann noch der große Austausch, der Great Reset.
Und da seht ihr, Stopp den Globalisten-Dreck, das ist ein Banner der neofaschistischen Gruppe Identitäre, die sich jetzt als Tarngruppe Österreicher nennt. Großer Austausch ist deren Behauptung, dass irgendwie mit einem geheimen Plan die Bevölkerung durch Menschen mit Migrationshintergrund ersetzt würde. Und der Great Reset, das ist jetzt ihre neueste Propagandageschichte, das wäre, das sehr skurril, quasi kapitalistische Eliten würden jetzt versuchen, den Marxismus umzusetzen und quasi den Sozialismus zu etablieren. Wie das funktioniert, ich kann es euch auch nicht erklären, sorry. Bei manchen Sachen steige ich intellektuell ein bisschen aus, aber so diese Kampagne der Great Reset, das ist jetzt das neue Riesending, da hat es vor kurzem auch von dieser neofaschistischen Gruppe Identitäre eine Kundgebung in Graz gegeben mit ca. 200, 250 Leuten, wo die Polizei ja dann auch sehr brutal gegen antifaschistische Proteste vorgegangen ist. Und dieses Great Reset kommt auch ein bisschen aus den USA, so mit dieser QAnon-Geschichte. So, wer sind die Führungsfiguren der Szene? Wir haben einige, und wer sind die extrem rechten Führungsfiguren der Szene? Wir haben einige zentrale Personen, das ist der Martin Rutter, das ist die Jennifer Clauninger, das sind Leute, die aus der extremen Rechten kommen. Rutter, das ist so der Wanderprediger der Szene, der gestern übrigens verhaftet worden ist. Der war Landtagsabgeordneter des BZÖ, also dieser FPÖ-Abspaltung und des Team Stronach, kommt eigentlich von den Grünen in seiner Jugend, ist ganz klar ein extremer Rechter, hat beim Ulrichsberg-Treffen gesprochen und scheint sich auch aktuell, wenn man ihm auf Telegram folgt, immer mehr auch weiter zu radikalisieren, teilt ganz begeistert mittlerweile Inhalte der Identitären und so weiter. Jennifer Clauninger aus Wiener Neustadt, hat ebenfalls eine lange rechte Vergangenheit, war schon bei den Aufmärschen in Spielfeld gegen geflüchtete Menschen dabei. Auf der politischen Ebene ganz klar die FPÖ, ist die Front, also der Aufmarsch gestern, der dann untersagt worden ist, war ja auch von der FPÖ angemeldet, darf man nicht vergessen, und teilweise spielen da eben auch in Kärnten die Reste des BZÖ mit. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch in der Steiermark so ist, weil das sind ja ein bisschen so das, wo sie noch ein bisschen stärker waren. Die Medien, ganz wichtig, der Wochenblick, das ist eine Zeitung, der eine gewisse FPÖ-Nähe nachgesagt wird. Das habe ich jetzt rechtlich korrekt formuliert. Überlegt euch, was ihr damit macht. Das ist das zentrale Medium, das überall in diesen einschlägigen Telegram-Gruppen auf und ab geteilt wird. Also das sich sozusagen zum Zentralorgan der Corona-Schwurblerinnen entwickelt. Jetzt auch wiederum rechtlich korrekt. Das will wahrscheinlich Wochenblick gar nicht und das passiert ihnen nur und da können sie gar nichts dafür. Aber Fakt ist, dass in all diesen einschlägigen Gruppen Wochenblick rauf und runter geteilt wird. Ein zweites FPÖ-nahes Medium unzensuriert. Die kommen nicht so ganz nach, aber die werden auch recht viel geteilt. Und relativ beliebt ist auch Epoch Times. Das ist ein ganz spannendes Ding. Das ist eine US-amerikanische Medienplattform, die jetzt auch eine deutschsprachige Plattform hat. Und dahinter, oh nein, Moment, auch medial korrekt. Epoch Times wird eine gewisse Nähe zur Falun Gong-Sekte nachgesagt. Epoch Times bestreitet das. Und diese Gruppe, die sind auch tatsächlich organisierend tätig. Also Falun Gong zum Beispiel hat vor kurzem in Wien einen Aufmarsch gemacht in Solidarität mit Donald Trump. Und die sind auch auf all diesen Aufmärschen präsent. Dann gibt es noch die Tagesstimme, das ist ein Medium, das den Identitären nahesteht. Dann eben die Identitären selber mit ihren Tarnnamen, ich blicke langsam nicht mehr durch, Patrioten in Bewegung, Widerstand in Bewegung, Wiener Wehrmänner, Kontrakultur, die Österreicher, D05, die Steirer und so weiter. Also es wird langsam wirklich ein bisschen unübersichtlich. Kürzlich hat irgendwie jemand zu mir geschrieben, zynisch, dass sie jedes Mal beim Sellner nachfragen müssen vorher, wie sie jetzt heute gerade heißen, wenn sie auf irgendeinen Aufmarsch gehen. Für euch vielleicht interessant, die Gruppe hat in der Steiermark ein Zentrum, das sie Kulturfestung nennen, in einem kleinen Ort namens Markt Hartmannsdorf, das ist 50 Kilometer östlich von Graz, im Dreieck Gleisdorf-Felsbach-Fürstenfeld. Ich habe es mir auf der Karte angeschaut.
Dann ein weiterer Player ist die Initiative Heimat und Umwelt, so eine rechtsextreme Kleinpartei, wie schon erwähnt, die Küssl-Gruppe, die Corona-Querfront, rechtsextreme neonazistische Fußball-Hooligans. In Wien ist das vor allem der rechte Flügel der Szenen von Austria und Rapid, aber in Wien waren offenbar auch schon Leute vom GAK präsent, von der Fangruppe Rote Armee Graz, die einschlägig rechts bekannt ist. Ich habe die Leute nicht selber erkannt, aber Leute, denen ich vertraue, haben mir gesagt, dass das Leute von Arak sind. Dann, also Rote Armee Graz. Dann eben Falun Gong, wie bereits erwähnt. Reichsbürger, und da ist die Steiermark ja wirklich eine Hochburg dieser Szene. Man sieht das auch ein bisschen so. Es gibt einer der zentralen Sprüche ist dieses Friede, Freiheit, Souveränität. Diese Souveränität, das ist so ein ganz klassischer Reichsbürger-Slogan. Und schließlich, das habe ich mir auch rausgesucht, weil es eine Steiermark-Relevanz hat, gibt es etwas, das nennt sich Studienkreis 5BN. 5BN steht für die fünf biologischen Naturgesetze. Die haben einen der ersten Aufmärsche in der Steiermark organisiert. Das sind Leute, die den Theorien von Reike Gerd Hamer folgen, die germanische neue Medizin. Zitat Hamer, die Juden möchten nicht, dass der Rest der Welt überlebt. Deshalb sind 2 Milliarden Menschen mit Chemotherapie umgebracht worden. Und dieser Studienkreis 5BN, da gibt es einen Studienkreis in Fürstenfeld und die haben eine eigene Beratungsstelle in Königsdorf in Südburgenland. Das ist gleich an der steirisch-burgenländischen Grenze, 10 Kilometer entfernt von Fürstenfeld. So. Im Hintergrund gibt es da auch noch Leute, die wirklich, wirklich gute Geschäfte mit der ganzen Geschichte machen. Erstens werden massiv Spenden gesammelt. Es wird Merchandising verkauft. Es gibt Busfahrten, also das ist ein Foto, das ich am Heldenplatz aufgenommen habe. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen, das sind zwar hinter 2 Reisebusse, die sind da quasi als Werbung präsentiert worden. Und böse Zungen behaupten, dass die mit diesem Busfahren unfassbare Mengen von Geld machen. Also die Welt hat zum Beispiel am 11.8. letztes Jahr geschrieben, dass ein Wiener, der den Verein Honk for Hope organisiert hat, der hat zentral zu einer Demonstration in Berlin die Busfahrten des Wiener Busunternehmer organisiert und der hat teilweise 4-mal so viel Geld verlangt für eine Route wie Flixbus zum gleichen Zeitpunkt. Und wenn man da jetzt tausende Menschen mit offenbar relativ hohen Preisen wohin bringt, dann ist das richtig viel Geld und ich spreche von richtig, richtig, richtig viel Geld, was da gemacht wird. Der Verein heißt übrigens ganz offiziell Honk for Hope, Verein zur Förderung der Interessen des Busreisegewerbes. Also da wird nicht einmal mehr, da wird ganz klar Klartext gesprochen. Dann das Ausstellen von Attesten. Da gab es ja einen Arzt aus der Steiermark, aus Bad Aussee, den Herrn Pierre Eifler, dem unterstellt wurde, dass er für 30 Euro pro Befreiung Atteste per Brief ausstellt. Er selber spricht von 10 Euro. Der ORF Steiermark hat im September 20 berichtet, dass er mehrere hundert Atteste pro Woche ausstellt. Jetzt gehen wir mal von seinen 10 Euro aus. Das heißt, wenn der mehrere hundert, sagen wir mal 400 Atteste pro Woche, das sind dann 4.000 Euro in der Woche, das sind dann 16.000 Euro im Monat alleine für die Atteste. Wenn wir es niedrig rechnen, wenn wir davon ausgehen, dass die 30 Euro stimmen, dann sind wir auf knapp 50.000 Euro und das ist ein Monat. Der hat jetzt Berufsverbot inzwischen bekommen, aber das ist jemand, der vermutlich nicht so schlecht verdient hat. Und dann gibt es noch Anwälte, Anwältinnen, die Leute dazu bringen wollen, dass sie Schadenersatzklagen einreichen, die keinerlei Chance auf Erfolg haben, aber wo man dann halt schon relativ viel zahlen soll, damit die Anwältinnen tätig werden. Also da hat sich ein Business darum entwickelt. Wie gefährlich ist das alles? Da haben wir übrigens, da ist Corona-Widerstand Steiermark, wo dann die Postings von identitären Gesicht Zellner geteilt werden, das seht ihr, die Gruppe. Was wir hier erleben, ist auf einer bestimmten Ebene ein Pulverfass. Warum? Weil hier eine Endzeitstimmung generiert wird.
du musst jetzt etwas tun, sonst wirst du zwangsgeimpft, zwangsgechippt, wirst zum Zombie etc. pp. Du, sozusagen jetzt ist die letzte Möglichkeit, um noch zu agieren. Und das führt zu einer sehr schnellen Radikalisierung. Das ist übrigens, das Modell ist das gleiche, wie die neofaschistische Gruppe Identitäre mit ihrer Ideologie großer Austausch versucht zu generieren. So, das sei jetzt die letzte Generation, die quasi einen imaginierten Bevölkerungsaustausch verhindern könne. Wenn ich aber die letzte Generation bin, die irgendetwas noch verhindern kann, dann gibt es eine enorme Dringlichkeit, etwas zu tun. Es ist dann auch kein Zufall, dass der Attentäter von Christchurch in New Zealand, der Dutzende Menschen ermordet hat, sich genau auf diese Ideologie des großen Austauschs bezogen hat. Und der war ja vor seinem Attentat auch in E-Mail-Kontakt mit Zellner. Und genau das passiert jetzt. Es wird wieder so eine Endzeitstimmung generiert und das radikalisiert enorm. Was ich gestern noch selber erlebt habe, ich bin mehrmals bedroht worden, aber ich bin einmal auch tatsächlich von Neonazis körperlich angegriffen worden. Also die sind schon vor mir gestanden und wollten zuschlagen und dann sind glücklicherweise eine Gruppe von Antifaschisten und Antifaschistinnen vorbeigekommen und hat mich dann tatsächlich gerettet. Kollegen von mir sind gestern mit Pfefferspray attackiert worden. Also ich bin ganz knapp danach dazugekommen, wie gerade die Augen ausgewaschen werden mussten. Und es ist tatsächlich mittlerweile nicht mehr ratsam, ohne zusätzliche Schutzüberlegungen auf diese Aufmärsche zu gehen. Ich selber trage Helm, weil es tatsächlich sonst zu gefährlich wäre. Das heißt, da entwickelt sich etwas. Und gerade dieser Aufmarsch gestern hat da natürlich noch einmal beigetragen. Man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Der Aufmarsch gestern war ja polizeilich untersagt, offiziell. Trotzdem konnten die über Stunden durch Wien marschieren. Gleichzeitig sind dann auch noch, was ja wirklich prickelnd ist, vom Innenministerium die linken Gegendemonstrationen im Vorfeld untersagt worden. Das heißt, man hat quasi die Polizei selber das marschieren lassen, aber hat dann auch noch dafür gesorgt, dass es keine antifaschistischen Gegendemonstrationen gibt. Und was ich auch für wirklich spezifisch gestern wesentlich halte, was in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen untergeht, das war gestern offiziell kein Corona-Aufmarsch. Das war gestern offiziell eine Kundgebung der sogenannten freien Medien, also genau dieser rechtsextremen Medienportale, die dann untersagt worden ist. Und dann als Folge hat dann die FPÖ das aufgegriffen, hat dann eine Kundgebung angemeldet, die wieder untersagt worden ist. Offensichtlich war es eher alles egal, weil sie trotzdem marschiert sind. Aber das Entscheidende ist, das war gestern keine Corona-Mobilisierung, das war eine explizite Mobilisierung der extremen Rechten. Das heißt, was wir gestern gesehen haben, ist die offizielle und öffentliche Fusion von extremen Rechten und Corona-Schwurblern und Corona-Schwurblerinnen. Für extrem rechte Kleingruppen, die FPÖ hat das jetzt nicht notwendig, das ist die extrem rechte parlamentarische Organisation, für Neonazis und Neofaschistinnen bedeutet das, was da gestern passiert ist, Massenwirkung. Die können auf einmal unter Tausenden marschieren, die können dort ihre Flugblätter verteilen, die können dort ihre Propaganda verteilen und die können sich bewegen. Küssl marschiert da ganz selbstverständlich mittendrin mit. Und das bedeutet, dass da auf einmal, wenn man so will, eine Echokammer für Neonazis und für Neofaschisten entstanden sind. Und was natürlich auch entsteht, ist, es entstehen Strukturen. Es bauen sich Strukturen auf, diese ganzen Telegram-Kanäle, die gehen nicht weg. Es entstehen Erfahrungen, es entsteht diese euphorisierende Erfahrung, durch die Stadt marschieren zu können, dass das der Polizei am Ende des Tages offensichtlich herzlich egal ist, was da passiert, auch wenn das untersagt ist, dass man so etwas durchsetzen kann. Und diese Dinge gehen nicht weg. Und das ist natürlich extrem gefährlich. Abschließend, was tun? Ich habe vorher gesagt, wir werden das Ganze nicht auf der Sachebene ankriegen. Aber oft ist es so, dass bei den Leuten, die jetzt noch nicht endgültig abgedriftet sind, macht es wahrscheinlich mehr oder ist es wahrscheinlich interessant und möglicherweise erfolgversprechend, mit den Leuten darüber zu reden, wovor hast du Angst?
Worum geht es dir? Was löst das in dir aus? Und über diese Ängste zu sprechen und das aufzufangen und da zu überlegen, okay, du hast Angst davor, vielleicht deinen Arbeitsplatz zu verlieren, reden wir darüber. Das ist verständlich und das ist ein soziales Problem und über das müssen wir reden. Es ist dir unangenehm, eine Maske zu tragen. Okay, stellt euch vor, mir ist es auch unangenehm, aber ich will halt mit einer FFP2-Maske, ich will niemand anderen anstecken und ich will mich nicht anstecken. Zu versuchen, zu schauen, oder geht es um Angst vor Vereinsamung? Ich verstehe das, mir geht es auch schon am Arsch, da zu Hause zu sitzen die ganze Zeit, aber was soll ich machen? So, ich würde auch gern wieder mal was trinken gehen. Aber so zu versuchen, wo kann man das angehen? Gleichzeitig, ich habe schon meine Diplomarbeit zum Thema Kritik an der akzeptierenden Jugendarbeit geschrieben und wir sind jetzt in einem sozialarbeiterischen Milieu. Die akzeptierende Jugendarbeit ist ein Ansatz, der aus der Drogenarbeit kommt. Wir akzeptieren Menschen mit einer Drogenkrankheit und stigmatisieren sie deshalb nicht. Eine politische Position ist keine Krankheit. Den Ansatz der akzeptierenden Jugendarbeit, von der Drogenarbeit auf die Arbeit mit extrem Rechten umzulegen, ist etwas, was den Ansatz der akzeptierenden Jugendarbeit nicht verstanden hat. Man muss das debattieren, man muss das konfrontieren. Man kann das nicht entschuldigen. Man soll das auch nicht verharmlosen und man soll Leute ernst nehmen. Das ist teilweise, wird so in der Jugendarbeit wird Rechtsextremismus so zu einer Art Krankheit verharmlost, die in irgendeiner Form heilbar wäre, wenn der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin nur die besseren Argumente hätte. Das ist eine letztendlich überhebliche Position, die die Jugendlichen auch bemerken. Mit linken Jugendlichen würde man nicht so hingehen. Da würde man nicht sagen, ja, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine komische Phase oder sonst irgendwas. Man muss das schon ernst nehmen. Es gibt eine Ebene, wo man es mit den Jugendlichen noch debattieren kann oder mit den jungen Erwachsenen. Man soll es aber nicht psychologisieren, nicht verharmlosen. Man soll es benennen als Rechtsextremismus. Und an einem bestimmten Punkt mit Kader macht das auch keinen Sinn mehr. Und da muss man dann meiner Meinung nach auch aufpassen, dass man bestimmte Kader aus den Einrichtungen rauskriegt, weil man sonst blinde Flecken entwickelt. Wenn man sich nur noch um die Täter kümmert, dann bedeutet das, dass die Einrichtung gleichzeitig verschlossen ist für Opfer. Wenn ich ein extrem sexistisches Klima in einer Einrichtung habe, werden sich dort Mädchen und Frauen nicht mehr wohlfühlen. Wenn ich ein extrem rassistisches Klima in einer Einrichtung habe, werden sich dort Jugendliche mit Migrationshintergrund oder alternative Jugendliche nicht mehr wohlfühlen. Man muss aufpassen, dass man nicht blinde Flecken in der eigenen Arbeit entwickelt und sich nur noch um diejenigen kümmert und die dann nämlich auch belohnt, die einschlägig problematisch sind, weil die haben ja was davon, wenn sie in diese Einrichtung rein können. Und natürlich, was niemals passieren darf, ist, sich selber zum Propagandaort zu machen. Also beispielsweise, dass sie dort rechtsextreme Musik abspielen können, dass sie dort einschlägige Propaganda verbreiten können und so weiter. Das kann nicht gehen. Das ist nicht die Aufgabe der Jugendarbeit. Und schließlich, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, möglichst früh eingreifen, möglichst früh erkennen. Sobald Leute da völlig reingekippt sind, ist es sehr schwierig bis fast unmöglich, Leute wieder rauszukriegen. Man muss da sehr früh einschreiten und sehr früh gegenhalten, sehr früh argumentieren, sehr früh diskutieren und wie gesagt, sehr früh auch darüber schauen, was sind für Ängste, was sind für Defizite, wie kann man es lösen. Aber da, wo es eine klare, gefestigte politische Überzeugung ist, ist das eine Überzeugung, die man jedenfalls konfrontieren muss und der man sich entgegenstellen muss. Damit bin ich jetzt einmal fertig. Jetzt haben wir noch 20 Minuten Zeit. Ich hoffe, das war jetzt einmal ein bisschen erhellend für euch. Ich freue mich jetzt einmal, dass ihr so gut zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was davon gehabt. Und jetzt freue ich mich über eure Fragen und über eine coole Diskussion. Jetzt bin ich natürlich schwer irritiert, weil ich halte ja oft Vorträge, normalerweise kommt dann immer Applaus, aber jetzt sitze ich vor dem Rechner, also ich gehe jetzt einfach von eurem Applaus aus, ganz, ganz frech und ganz dreist. Genau, also ich applaudiere. Oh, danke. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie rein in den Chat, bitte, und wir können anfangen zum Diskutieren. Du bekommst jetzt virtuellen Applaus über den Chat. Voll gut. Ja. Ist okay, ich kann damit leben. Also ich kann damit umgehen und ich werde das dann quasi mit mir selber ausmachen in einer Eigentherapie. So. Ich schaue mal, oder du siehst eh auch, gell, den Chat. Es wird noch fleißig applaudiert, aber sonst frage ich mal eine Frage, die mir jetzt irgendwie am Anfang in den Sinn gekommen ist. Wie schaut es aus mit, weil du gesagt hast, es ist meist, also großteils von diesen Spaziergängern oder so, die waren eigentlich 40 plus, ja? Aber wie ist die Tendenz von den Jugendlichen? Also was man da irgendwie, gibt es da irgendwie schon
für Jugendliche, die sich mit dem beschäftigen. Irgendjemand im Hintergrund hat sich gerade nicht stumm geschaltet und wir haben dauernd jetzt so im Hintergrund Interferenz. Alles klar, werden wir gleich schauen. Ich bitte euch, stumm zu schalten, aber ich kann leider nichts erkennen. Ja, ist schon gut, wir lösen es. Okay. Ja, gut. Ja. Wie schaut es aus mit den Jugendlichen? Das Problem ist tatsächlich, dass wir zu dieser gesamten Geschichte bis jetzt keine Evidenz und damit keine verlässlichen Zahlen haben. Das heißt, alles, was ich euch sagen kann, ist, also anekdotisches Wissen klingt jetzt ein bisschen dumm, weil sozusagen das anekdotische Wissen, das ich habe, beruht darauf, dass ich jetzt über Monate diese Aufmärsche betrachte und verfolge und mir natürlich auch die Sachen, die nicht in Wien sind, per Videos anschaue und so weiter. Ich kann euch wirklich nur sagen, es ist wirklich auffällig, dass junge Menschen bis 30 wirklich, also das heißt nicht, dass keine dort sind, aber es ist wirklich massiv unterrepräsentiert und wirklich auffällig unterrepräsentiert. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit Black Lives Matter Demonstrationen, mit den Klimademonstrationen, dann ist das eine ganz andere Alterskohorte und eine ganz andere Alterszusammensetzung. Wie gesagt, nochmal, es gibt keine Zahlen dazu, weil es jetzt logischerweise auch niemand gibt, der da jetzt irgendwie Stricheln macht, aber würde ich welche machen, dann würde ich genau zu dem Ergebnis auch kommen. Und ich sehe das auch danach, wer dann irgendwie in den sozialen Medien bei mir so kommentiert. Und wenn man sich das anschaut, das ist ganz, ganz offensichtlich. Übrigens, wenn ich die ganze Zeit ein bisschen rechts schaue, dann liegt das daran, dass ich irritiert dauernd quasi mein eigenes Gesicht da anschaue, aber ich versuche jetzt mehr so auf diesen Lichtblick dazu starren, damit ich euch anschaue. So. Ja, der René schreibt, wie steht es um die Teilnahme von normalen Bürgern und Bürgerinnen bei den Veranstaltungen? Welche Möglichkeiten siehst du für Menschen, wenn sie protestieren wollen? Weil, soll ich das machen? Also, ich würde ja aufpassen, weil sozusagen auch der Nazi ist ein normaler Bürger. So blöd das jetzt klingt. Jetzt nur zur Erinnerung, in Österreich haben bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016 sehr knapp unter 50% den Kandidat der extremen Rechten Norbert Hofer gewählt. Ich vermute jetzt einmal, ohne dass ich auswendig weiß, dass es in der Steiermark eine klare Mehrheit war, außer in Graz. Das sind alles normale Bürger und Bürgerinnen. Also man kann durchaus extrem rechts wählen und trotzdem, was auch immer Normalität ist, das wäre dann wahrscheinlich eine interessante analytische Debatte. Aber also das sind jetzt nicht, ich vermute, dass ein Großteil der Personen auf diesen Aufmärschen extrem rechts wählt, sicherlich nicht alle, wie ich vorher gesagt habe. Und jetzt sozusagen da rennen, also das ist jetzt nicht so vorstellen, dass da alle jetzt, keine Ahnung, ein Hakenkreuz auf der Brust haben oder so. Also das haben ja auch nicht alle FPÖ-Wähler und Wählerinnen. Natürlich sind auch nicht alle FPÖ-Wähler und Wählerinnen Neonazis. Das wäre jetzt natürlich eine komplette Vereinfachung. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Also es gab bei einem der letzten Aufmärsche, sind am Rand Leute herumgestanden, haben so gerufen, ihr marschiert mit Nazis und Rassisten. Das fand ich gut, weil man sozusagen den Leuten nicht gesagt hat, ihr seid, was jetzt nicht für alle stimmt, sondern ihr marschiert mit, ihr entscheidet euch. Wenn jemand jetzt tatsächlich mit Maßnahmen nicht einverstanden sein sollte, es wäre jederzeit möglich, einen eigenen Aufmarsch zu organisieren, wo man explizit sagt, Nazis, Rassisten, Faschisten sind bei unserem Aufmarsch nicht willkommen und werden konsequent aus den Aufmärschen entfernt. Und das ist aber jetzt nicht passiert. Und diese Leute hatten jetzt mittlerweile im Mai, waren die ersten Aufmärsche, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Jänner, 9 Monate Zeit, um sowas zu machen. Es gab es kein einziges Mal bis jetzt. It's a choice, so das zu tun. Und dann wäre natürlich immer noch die Frage, wogegen protestiert man eigentlich? Also der Pandemie wird es ein bisschen egal sein, ob ich gegen sie protestiere. Gegen Masken zu protestieren, halte ich, sorry, für absurd. Und dann gibt es Dinge, wo ich sehr wohl glaube, dass es absolut notwendig wäre, zu protestieren. Beispielsweise hat die Bundesregierung, das habe ich auch aufgedeckt, das ist dann von großen Medien, unter anderem vom ORF, auch aufgenommen worden, dann geändert worden, bewusst offenbar Menschen mit Migrationshintergrund und geflüchtete Menschen falsch informiert zu den Ausgangsbeschränkungen. Die haben zu einem Zeitpunkt, wo klar war, dass man sich immer zum Spazierengehen rausbewegen darf,
bewusst in den Informationen, in den mehrsprachigen Informationen das anders dargestellt. Die haben bewusst teilweise in Flüchtlingsheimen falsch informiert. Dagegen kann man protestieren. Ich glaube, diese Allmacht, die es vor allem im Frühjahr letztes Jahr gegeben hat, der Polizei mit diesen absurden Auftritten mit I am from Austria aus den Lautsprecher spielenden Polizeikarawanen. Natürlich kann man da protestieren. Viele Klientinnen mit Migrationshintergrund werden wirklich spezifisch mit Covid-19-Anzeigen eingedeckt. Ich habe das jetzt bei meinen Klienten, Klientinnen, ich behaupte jetzt einmal ganz dreist, wären die ein bisschen weißer und ein bisschen weniger dunkel, dann würden die jetzt nicht permanent auf der Straße kontrolliert werden. Dann gibt es offensichtlich dieses völlige Chaos jetzt der Bundesregierung mit den ganzen Impfplänen. Gibt es ganz viel, worüber man tatsächlich reden sollte und, glaube ich, was man auch diskutieren sollte und wo es legitim ist, auch auf die Straße zu gehen mit Abstand und Masken. Und wie gesagt, wenn Menschen tatsächlich glauben, dass die Pandemie nur eine Lüge und eine Weltverschwörung ist, gut, sollen sie das tun. Aber das müssen sie nicht gemeinsam mit Nazis tun. Gleichzeitig glaube ich, und das wäre der letzte Satz, wer da reingekippt ist, eben in die Pandemie, in die Weltverschwörung und so weiter, das ist kein Zufall, dass das eine Kombination ist, die sich mit der extremen Rechten findet, weil das extrem rechte Narrative sind, die sich da einfach widerspiegeln. Jetzt bist du. Der Chat explodiert gerade. Der Thomas schreibt, was sagen die Menschen eigentlich, wenn sie darauf angesprochen werden, dass zum Beispiel Küssel mitmarschiert ist, ihnen das dann egal? Oder weißt du was, hast du da Erfahrungen? Ja, also es gibt im Wesentlichen ein paar Antworten. Die erste Antwort ist, es stimmt nicht. Was ganz lustig ist, weil also beispielsweise, ich habe gestern wieder Fotos veröffentlicht, aber es ist so sozusagen, es wird negiert. Die zweite Antwort ist, das sind nur ein paar wenige und das ist nicht repräsentativ. Die dritte Antwort ist, ihr seht ja nur überall Rechtsextreme. Die vierte Antwort ist aber die Linksextremen in verschiedensten Ausformungen. Und dann gibt es noch die, ja, das ist ein Problem, aber wenn die halt marschieren, dann hindert uns das jetzt nicht daran, trotzdem zu marschieren. Und dann gibt es natürlich die sagen, sie finden es gut. Also. Ja, klar. Und da kommt gleich die Frage von Michael dann drauf. Wie würdest du die Rolle der Polizei einschätzen? Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten, also ich habe verschiedene Vortragsformate, der sich ausschließlich mit der Rolle und der Geschichte und den Aufträgen der Polizei beschäftigt. Können Sie mich noch einmal einladen dazu? Ich versuche es in aller Kürze. Also Katastrophe. Die Polizei hat eine wirklich absurde Zurückhaltung, obwohl es massenhafte Verstöße gegen die Covid-Verordnung gibt. Es ist ganz klar festgelegt, dass alle diese Leute Masken tragen müssen. Ich weiß, dass es mit den Abständen auf Demos, das ist dann in der Praxis nicht so gut einzuhalten. Aber wenn alle Leute Masken tragen würden, dann wäre wirklich schon sehr viel gewonnen. Die sehen das. Ja. Ich habe vor kurzem gesehen, der Einsatzleiter in Wien plaudert ganz freundlich mit der Frau Klauninger, die keine Maske tragt vor ihm. Er müsste der sofort eine Anzeige geben zu dem Zeitpunkt, sofort rausholen. Sie tun es nicht. Gestern hatten sie alle Mobilisierungen untersagt. Sie lassen das stundenlang durch Wien laufen. Und gleichzeitig benutzen sie gerade diese Diskussion um das Versammlungsrecht, um insgesamt Verschärfungen durchzudrücken, die ja dann bleiben. Und wie gesagt, sie untersagen dann auf einmal auch linke Demonstrationen. Und ich war wirklich bei vielen linken Demonstrationen seit Beginn der Pandemie und habe mir die auch angesehen. Da trägt jeder eine Maske. Ich war am Samstag auf einer Kundgebung des Bündnisses Offensive gegen Rechts am Ballersplatz, am Regierungssitz. So gut wie jeder trägt eine Maske, so gut wie jeder trägt FFP2. Immer wieder wird von der Bühne durchgesagt, haltet Abstand, passt auf. Das ist ein völlig anderes Bild, das sich da stellt. Und trotzdem behandelt die Polizei das scheinbar gleich. Tatsächlich aber nicht gleich, weil sie die Rechten marschieren lässt. Und
Ich möchte dich wirklich erinnern an so Dinge, ich weiß nicht, ob du das in der Steiermark noch in Erinnerung habt, diese berühmte Räumung des besetzten Hauses Pizzeria in Wien. Da waren 15, glaube ich, oder 17 Besetzerinnen und da waren wir für 1500 Polizisten, Räumpanzer und so weiter. Wir kennen alle die Bilder von der Polizei, wie sie Pfefferspray massiv einsetzt gegen linke Demonstrationen. Selbstverständlich hätte die Polizei das gestern auflösen können, wenn sie das gewollt hätte. Das ist eine Entscheidung. Ja. Und ich finde wirklich das Bezeichnendste, was ich gestern gesehen habe, für diejenigen von euch, die Wien kennen, auf der Ringstraße auf Höhe Stadtpark haben sich dann an einem bestimmten Punkt circa 30 Antifaschisten, Antifaschistinnen hingestellt mit einem großen Banner, das könnt ihr auf meinem Twitter-Account sehen, ich war da zufällig dort gerade, rote Linie. Und das ist dann diese Blockade ist dann angegriffen worden von Neonazis, die konnten zurückgeschlagen werden. Und daraufhin ändert diese gesamte Marsch dann seine Marschrichtung. Das heißt, 30 Antifaschisten und wirklich unfassbarer Mut. Ja, also die stellen sich da wirklich hin und wissen, dass da Tausende sind und darunter wirklich viele militante Neonazis, schaffen es, die von ihrer Route abzudrängen und auf eine neue Route zu bringen. Das ist etwas, was die Polizei den ganzen Tag nicht geschafft hat, mit all ihren Kräften. Und das ist wirklich bezeichnend. Oder nicht schaffen wollte. Um das geht es nämlich tatsächlich. Ja, die Marion fragt dann auch noch, sollen die Medien diese Aufmärsche eigentlich so viel Aufmerksamkeit widmen oder bietet man hier dann noch eigentlich noch mehr Bühne, wenn man darüber berichtet die ganze Zeit, dass man, oh ja, passt, es kommen noch mehr und mehr. Was sagst du dazu? Finde ich eine absolut berechtigte Frage. Ich habe wirklich keine endgültige Antwort drauf. Ich sehe das Problem. Gleichzeitig wird es halt auch nicht besser, wenn wir nicht darüber berichten. Wie ich persönlich damit versuche umzugehen, ist, weil ich halt in diese ganzen Gruppen drinnen bin, weil ich relativ gut vernetzt bin, ich kriege sehr früh mit, wo solche Aufmärsche stattfinden. Also zum Beispiel, dass das heute riesig wird, war seit 2 bis 3 Wochen klar. Ich habe mich bewusst entschieden, das nicht in die Öffentlichkeit zu tragen, um da quasi nicht selber Teil der Mobilisierung zu werden. Und das ist aber natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, ja, also ich bin Journalist, ich lebe davon. Das ist natürlich schwierig. Ich entscheide mich bewusst, das nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich weiß genau, wenn ich da vor 1,5 Wochen damit mit einem Artikel in die Öffentlichkeit gegangen wäre, wäre das wahrscheinlich relativ breit aufgenommen worden. Und ich hätte damit vermutlich wieder einen Teil meines Einkommens erwirtschaften können, weil natürlich an einem bestimmten Punkt streiten die Boulevardmedien drauf ein. Und genauso war es dann ja auch. Das muss man immer einschätzen. Ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man selber nicht total zum Erfüllungsgehilfen wird. Aber ja, die Gefahr gibt es. Gleichzeitig, wie gesagt, es völlig totzuschweigen, bedeutet ja nicht, dass die sich nicht in ihrer parallelen Medienwelt dennoch organisieren. Also man soll ja nicht unterscheiden, was das dann mittlerweile für eine Breitenwirkung hat, dieses Ökosystem. Und dass es da natürlich Möglichkeiten der Selbstorganisation gibt und dass denen das am Ende des Tages egal ist, weil diejenigen, die dorthin kommen, erfahren das sowieso nicht über heute und Österreich. Diejenigen, die dort tatsächlich hinkommen, sind schon in den Telegram-Kanälen drinnen. Ja, im Chat gibt es einiges, was da jetzt da gerade noch zum Erfragen oder es gibt sehr viele Fragen oder auch Statements. Ja. Auf alle können wir wahrscheinlich gar nicht eingehen. Also das wird uns diese Stunde noch sprengen. Ja, wir haben ja nur noch 6 Minuten, aber ich sage es gleich, ihr habt ein bisschen länger Zeit. Also mir okay. Schreiben wir nicht. Ja. Sehr gut. Ich sage nur, ja, es gibt Fragen über Telegram. Ist es da leicht reinzukommen? Ja, man braucht es eigentlich nur abonnieren, du bist drinnen. Also prinzipiell, warte mal jetzt, dass ich euch nicht so, dass, ich hoffe, dass nicht irgendeine komische, peinliche Nachricht aufhüpft. Also prinzipiell ist es einfach eine App, wie jede andere App in Wirklichkeit und da kann man halt dann irgendwie drin und da muss man halt einfach wissen, so schaut es dann bei mir aus, es sind lauter ja. Einträgige Gruppen und also sind eigentlich noch viel mehr, also la 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 la, wie gesagt, ich bin in über 30 Gruppen drinnen ja. Und da muss man einfach nur wissen, wie die Gruppen heißen. Sobald man weiß, wie die Gruppe heißt, ist man in diesem Öko-Universum drinnen. Also das ist jetzt keine Geheimwissenschaft oder so. Und dann gibt es aber natürlich Gruppen, wo es lustiger ist, drinnen zu sein. Also
Hallo, liebe dubiose Menschen, die gerade mithören und mitlesen. Es war sehr schön, in eurer Ordnergruppe mitzulesen. Das sind dann halt, teilweise ist es dann so, dass dann kurz aufpoppt, hallo, hier ist die Gruppe für bababa, und dann muss man halt dabei treten. Also man muss halt schauen, dass man schon regelmäßig ein bisschen mitliest. Genau. Und wer die wichtigen Gruppen sind, wer die entscheidenden Akteure sind. Und dann vielleicht auch wieder aussteigen aus Gruppen, wenn man merkt, das ist zu viel, gell? Also. Ach so, nein, der Punkt ist, ich habe die alle, also das geht, wenn man die nicht stumm schaltet, man kann die glücklicherweise stumm schalten. Ja, wenn ich die nicht stumm schalte, dann habe ich tatsächlich im Sekundentakt hätte ich dann bing, 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 neue Nachricht. Das geht nicht. Ich habe das stumm geschalten, und wenn ich halt schauen will, was los ist, dann schaue ich nach. Ein Tipp für alle, die das nachvollziehen, ihr merkt es nicht, aber im Hintergrund auf dem Handy speichert Telegram jedes einzelne Bild, jedes einzelne Video ab. Das heißt, ihr werdet innerhalb kürzester Zeit, wird euer Handy komplett voll mit diesem Müll sein, und euer Speicher wird komplett übergehen. Das könnt ihr aber nicht übers Handy selber lösen. Hängt es dann an den Rechner an? Also wenn ihr ein Android-Handy habt, wie es bei Apple funktioniert, weiß ich nicht, weil ich das nicht verstehe. Hängt das an, geht es in den Ordner Telegram und löscht das hin und wieder, sonst ist euer Handy innerhalb kürzester Zeit voll. Die Kerstin fragt noch, das habe ich auch gehört, stimmt es, dass bei diesen Demonstrationen, also bei diesen Aufmärschen, viele Kinder bzw. Familien hingehen, also mit Kleinkindern, denn aus diesem Grund kann die Polizei dann nicht so eingreifen, damit die Situation nicht eskaliert? Ich kenne diese Fotos mit Kindern. Ich habe einzelne Kinder gesehen, aber das ist sicherlich nicht in dem Ausmaß, wie das in irgendeiner Form medial kolportiert wird und vor allem von den Leuten dann teilweise selber kolportiert wird. Also es gibt diese Fotos nämlich dann genau deshalb, weil das so außergewöhnlich ist, dass dann jeder schnell ein Foto davon macht, wenn es das gibt. Aber also da gibt es keine Kinder wegen oder so. Es werden einzelne kleine Kinder, aber das ist völlig irrelevant von der Gesamtgeschichte. Und was man auch sagen muss, also wer von euch schon einmal auf einer Demo war, es gibt ja Dynamiken natürlich bei Demonstrationen und Aufmärschen. Und es ist tatsächlich so, diejenigen, also bei keine Ahnung, bei linken Demonstrationen ist das halt meistens alles sehr geordnet, weil da gibt es ja sozusagen die verschiedenen Organisationen machen sich ja im Vorfeld aus, da marschiert der Block von den politischen Strukturen, da dort. Aber diese Aufmärsche, die es da jetzt gibt, das ist ja sehr ungeordnet. Das heißt, was da passiert ist, es gehen diejenigen nach vor, die es am meisten wissen wollen. Das heißt, an der Spitze gehen meistens wirklich so neonazistische Jugendstrukturen, neonazistische Hooligan-Strukturen. Und das sind die, die auch am längsten bleiben. Das sind die, die am motiviertesten sind. Deshalb wird es auch, je später es wird, desto gefährlicher wird die Geschichte, weil das schaukelt sich hoch, es wird getrunken und sozusagen dieser Kern findet sich immer mehr. Ja, und das sind dann wirklich, also sind organisierte Gruppen, die sind dann meistens schwarz gekleidet jetzt, weil wenn alle gleich gekleidet sind, wird man weniger erkannt. Die tragen dann komischerweise auch Masken, aber keine FFP2-Masken, sondern sind halt bis hier vom Mund. Wenn ich am Rand fotografiere, merke ich, dass diese Gruppen mich schon spotten, die ganze Zeit, also immer wieder und überlegen, wo sie angreifen können. Wie gesagt, genau so einer Gruppe heraus ist dann eben auch sind Kollegen mit Pfefferspray angegriffen worden, und das sind die, die ganz vorne gehen. Also sozusagen ein Einschreiten der Polizei damit zu begründen, dass irgendwo, keine Ahnung, ein Kilometer weiter hinten irgendwo ein Kind geht, ist halt Bullshit. Das entspricht nicht der Realität. Und im Sinne des Kindeswohls hätten die Eltern auch die Verantwortung, mit ihren Kindern nicht auf so einen Aufmarsch zu gehen. Ja, die Eva schreibt noch, hat die Polizei den Befehl, nichts zu unternehmen, oder handeln die eigenmächtig? Also. Naja, ich meine, bei der Polizei gibt es eine Befehlskette. Das heißt, der Polizist, die Polizistin in der Einheit handelt auf bestimmten Ebenen eigenmächtig. Also wir erleben immer wieder, dass Polizisten Leute antifaschistische Gegendemonstranten beschimpfen. Ich habe gestern die wirklich vollkommen skurrile Situation erlebt beim Naschmarkt in Wien, wo die Polizei dann 5 bis 7 Antifaschisten und Antifaschistinnen eingekesselt hat, während daneben Tausende bei einer untersagten Kundgebung marschieren.
Klar ist, dass mindestens die Einsatzleitungen der Polizei entscheiden, das marschieren zu lassen. Und ich würde es für sehr unplausibel halten, wenn es bei so großen Aufmärschen nicht mindestens eine Absprache und Rücksprache mit dem Innenministerium und tatsächlich auch mit dem Innenminister Nehammer von der ÖVP selber gibt. Also das sind dann Entscheidungen, die werden ganz oben getroffen. Ob man das jetzt... also ob man diese Untersagung durchsetzt oder nicht. Das entscheidet nicht irgendein Kontrollinspektor vor Ort. Ja, danke sehr. Einige müssen schon gehen und verabschieden sich. Danke, dass ihr da wart. Danke euch fürs Zuhören. Aber wenn du noch ein bisschen ja, ich bin tiefenentspannt. Ich habe 14 Uhr Interview mit Ö1. Na, bis dahin so lang geht's nicht. Ja. Zu Eva Stern möchte ich nur sagen, sie hat was reingeschickt über Österreich impft. Das können wir morgen möglicherweise behandeln, passt jetzt nicht so rein. Eva, liebe Eva, tut mir leid, also das können wir möglicherweise morgen dazu noch nehmen. Aber geht impfen. Genau. Gibt es noch Fragen an den Michael? Dann schaut die Eva, sagt ihr so, perfekt. Gibt es Fragen an den Michael? Dann rein in den Chat oder ihr dürft auch jetzt das Mikro sonst entmuten und könnt direkt mit dem Michael sprechen. Also das aber wenn das jetzt 10 Leute gleichzeitig machen, kriegen wir Chaos. Ja, aber ich glaube, so strukturiert sind wir schon. Ja, also das schaffen wir. Gibt es Fragen von euch oder noch irgendwelche Statements, die ihr unbedingt loswerden wollt, dann rein in den Chat. Oder vielleicht habe ich auch eine Frage oder irgendetwas übersehen im Chat, was ich nicht behandelt habe, dann stellt sie nochmals. Aber es kommt Danke und bis morgen Danke. Alle sind zufrieden. Na dann bin ich auch zufrieden. Glaube ich. Ja, interessant, spannender Vortrag. Alles Gute und Baba, danke. Nein, keine Fragen. Na perfekt. Ich verstehe das aber ehrlich gesagt auch. Ich bin gestern bis was 10 auf diesem Aufmarsch gewesen. Ich bin heute um 6 aufgestanden, damit ich das alles noch für euch gut vorbereiten kann. Es ist Montag. Gut, ich meine, wir haben jetzt keine Wochenenden mehr in dieser absurden Situation. Aber ich verstehe alle, die jetzt einmal einen Kaffee trinken wollen. Es ist total gut für mich. Sicher. Okay. Ich habe mir gedacht, bin gespannt, ob du heute ausgeschlafen kommen wirst. Ja, oder? I tried my best. Du hast es gut gemacht. Ja. So, dann danke noch einmal. Leute verabschieden sich und sagen danke. Ich werde die Aufzeichnung jetzt auch stoppen und sage mal noch offiziell Dankeschön, Michael, für diese interessante Stunde. Sehr gerne und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Alles Liebe und ich wünsche euch wirklich viel Erfolg in der Jugendarbeit, in der Sozialarbeit, in der Arbeit mit Jugendlichen, mit Erwachsenen. Alles Liebe, alles Gute.